Räudig, oder? Der Sternmull ist ein Maulwurf, der aussieht wie ein Stofftier, dessen Gesicht ein freches Kind mit seinem ganzen Gewicht zerdrückt hat. Lasst euch von seinem harmlosen Aussehen nicht täuschen, er ist tatsächlich ein Fleischfresser. Die aufgeblasene Nase besteht aus 22 Tentakeln, einem Wunderwerk der Biologie, bei dem es mehr um Effizienz als um Attraktivität geht. Er benutzt sie nicht, um Opfer zu erschnüffeln, die er in seinen Bauch stopfen will, sondern um die Hintern seiner Beute zu berühren und sie rekordverdächtig schnell zu verschlingen. Mit Hunderttausenden von Nervenfasern und einem dämonischen Appetit ist er das am schnellsten fressende Säugetier der Welt. Er berührt den Hintern seines Opfers, stellt fest, dass er es fressen kann und verschlingt es ganz und das alles in etwa 120 Millisekunden. Dieses Monster ist ständig auf der Suche nach neuen Opfern, die es auf den Friedhof schicken kann, sogar unter Wasser, denn es kann Wasserblasen erzeugen und sie dann einatmen. Damit gehört es zu den wenigen Landsäugetieren, die unter Wasser atmen können. Ach ja, und seine Hoden blähen sich auf, wenn er sich fortpflanzen will und erreichen fast 10% seiner Körpermasse. Bei einem Mann mit 80 Kilogramm wären das 8 Kilogramm schwere Eier. Quick Mass!